Heute kam in FIFA eine weitere TOTS-SBC raus, und zwar zu Boss Kagli. Er ist Innenverteidiger beim PSV Eindhoven in der Eredivisie und kommt aus Frankreich. Als Spielarbeitsraten hat er Mittel-Mittel, er hat 3 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, was bei ihm jetzt aber auch nicht so wichtig ist. Seine Werte hingegen sind insgesamt stabil aus. Sein Tempo ist nicht perfekt, aber hier kann man mit dem richtigen Chemistry-Style noch was rausholen. Die Übersicht ist bei ihm in Ordnung, der kurze und lange Pass sind aber wirklich top. Die Dribbling-Werte sind auch alle sehr ausgeglichen und für einen Innenverteidiger auch wirklich richtig stark. Mit 90 kann er dann noch überragend verteidigen und bei der Physis ist die Sprungkraft wirklich überragend. Die restlichen Werte wie Ausdauer und Stärke sind auch top. Als Campstyle würden wir euch bei ihm einen Shadow empfehlen, um somit auf jeden Fall das Tempo und die Defense-Werte nochmal etwas zu verbessern. Wie sieht es mit Link-Möglichkeiten aus? Aus der Liga gibt es durchaus nice TOTS-Karten. Richtig gut kannst du natürlich auch mit Franzosen verlinken. In Stronglink hätte er zu Sangaré oder auch zu Junior. Zu Junior kam ja eine Aufgabe raus, dazu haben wir auch ein Video hochgeladen. Das Ganze findest du oben in der Infobox. Ansonsten kannst du ihn aber auch noch mit Konaté verlinken. Für die SBC hast du noch eine Woche Zeit. Du musst hier insgesamt nur ein Team abgeben, und zwar ein 83er Team mit einem Inform. Das Ganze kostet dich dann ungefähr 30.000. Schreib doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, wie du das TOTS bisher findest. Das würde uns echt mal interessieren. Schauen wir uns jetzt mal ähnliche Franzosen an. Zum einen gibt es einen dicker Future Star für 75.000, der schon echt ähnlich ist und auch wirklich gute Dribbling-Werte hat. Koundé Toti Nomini gibt es für 130.000, bei ihm ist allerdings die Physis etwas schlechter. Der normale Varane, also die Goldversion, kostet 16.000. Kommen wir noch zu ähnlichen Karten aus der Liga. Hier gibt es einmal Thies Winter Wildcard für 60.000, der überall etwas schlechter wäre, außer bei der Physis. Dann gibt es noch Timberfoot Birthday für 46.000, er hätte jetzt noch 5 Sterne Skills, was man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ansonsten ist er auch recht ausgeglichen, aber Boss Kagli wäre da schon besser. Und als letztes haben wir noch Martinez, den konnte man als Objective abschließen. Er ist auf jeden Fall überall einen Ticken schwächer. Lass doch jetzt gerne mal ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Unsere Community ist bei der SBC auf jeden Fall bei einem Machen. Vor allem eben wegen einem günstigen Preis und man kann ihn eben auch als SBC-Futter nutzen. Sollte man die SBC also ja machen oder lassen? Die Karte von Boss Kagli sieht wirklich nice aus. Die Werte sind insgesamt auch top und mit dem Shadow hat er dann auch noch wirklich gute Tempowerte. Aus der Liga für den Preis ist er schon der Beste. Aus Frankreich gibt es schon Alternativen, aber halt auch nicht so günstige auf seinem Niveau. Deshalb geben wir ihm auf jeden Fall ein Machen. Wenn du ihn abschließt und er dir überhaupt nicht mehr gefällt, beziehungsweise wenn du ihn nicht mehr benötigst, kannst du ihn auch einfach als SBC-Futter nutzen. Was ist deine Meinung und wirst du ihn abschließen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass es noch ein Like da, wenn es dir gefallen hat.